Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 78, Aktuelle Stunde der Fraktion der SPD. Gute-Kita-Gesetz aus Berlin. Landesregierung muss die Kommunen endlich mit ausreichenden Landesmitteln bei den Kosten der Kinderbetreuung unterstützen. Als erstes hat sich die Abgeordnete Gnadl von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gute Kinderbetreuung ist wichtig, damit alle Kinder die gleichen Chancen bekommen und damit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktioniert. Und, Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gute-Kita-Gesetz nimmt der Bund hier auch seine Verantwortung wahr. Und wir fordern von dieser Landesregierung, dass sie hier eben auch mehr Verantwortung übernimmt, um die Kommunen auch bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen. Im Übrigen hätte ohne die SPD in der Bundesregierung die Förderung der Kinderbetreuung nicht im Koalitionsvertrag auf Bundesebene gestanden. Und das, finde ich, muss man auch mal ganz klar so benennen. Unter der Federführung von Familienministerin Franziska Giffey ist ein sehr gutes Gesetz entstanden, das die Länder eben auch finanziell beim Ausbau und der Verbesserung der Kita-Angebote unterstützt und ihnen dabei eben auch Freiheiten gibt, wo sie investieren wollen. Von den insgesamt 5,5 Milliarden Euro, die das Programm umfasst, werden bis zum Jahr 2022 etwa 400 Millionen Euro nach Hessen fließen, wofür das Land am Ende das Geld ausgeben wird. Das wird derzeit noch verhandelt zwischen Land und Bund. Und das Verhandlungsergebnis eben für Hessen liegt noch nicht vor. Wir erwarten aber von der Landesregierung, dass bis zur Verabschiedung des endgültigen Vertrages, wie es eben auch im Bundesgesetz vorgesehen ist, die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die kommunalen Spitzenverbände, die freien Träger, Sozialpartner sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Elternschaft gehört und beteiligt werden. Klar ist, dass die Bundesmittel für einen oder mehrere der 10 definierten Schwerpunkte aus dem Gute-Kita-Gesetz eingesetzt werden müssen und dass neue zusätzliche Verbesserungen das sein müssen. Dazu gehören beispielsweise längere Öffnungszeiten, Gebührenbefreiungen oder auch Qualitätsverbesserungen durch mehr Personal. Wir haben hier im Hessischen Landtag als SPD-Fraktion schon in der vergangenen Legislaturperiode einen sehr weitreichenden Gesetzentwurf eingebracht zur Chancengleichheit und Qualitätsverbesserung in der frühkindlichen Bildung. Wir haben damals schon deutlich gemacht, dass wir Qualitätsverbesserungen, Gebührenbefreiung und eben auch eine Entlastung der Städte und Gemeinden wollen. Und diese Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren, die müssen jetzt auch endlich angegangen werden. Erstens, wir brauchen mehr Personal, beispielsweise auch Leitungsfreistellungen. Wir brauchen mehr Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist dringend notwendig, um eben die Qualität zu verbessern und auf der anderen Seite auch die Attraktivität des Berufsbildes zu verbessern. Denn der Qualitätsausbau darf ja nicht am Ende daran scheitern, dass wir keine Fachkräfte mehr haben, die diesen Beruf ausführen wollen. Zweitens, die Gebührenbefreiung. Aus unserer Sicht nach wie vor notwendig, hier entsprechende finanzielle Entlastung von jungen Familien zur Herstellung auch eines freien Zugangs zur Bildung. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich nur noch einmal das wiederholen, was wir Ihnen schon seit Jahren erzählen. Wir wollen da eine vollständige Gebührenfreiung und keine schwarz-grüne Mogelpackung. Und der dritte Punkt, die Entlastung der Kommunen. Und hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen wir insbesondere auch das Land in der Verantwortung. Wir hatten schon damals vorgeschlagen, originäre Landesmittel bereitzustellen. Aber was macht diese schwarz-grüne Landesregierung? Sie stellt sich am Montag
mit drei Ministerinnen und Ministern auf eine Pressekonferenz und verkündet, die Kinderbetreuung mit 120 Millionen € stärken zu wollen. Das wäre ja an sich zu begrüßen. Ja, es wäre zwar wenig angesichts der großen Aufgabe, aber es könnte ja ein erster Anfang sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Betonung liegt auf könnte. Denn das ist es bei genauerem Hinsehen nicht. Denn woher kommt denn das versprochene Geld? Es kommt von den Städten und Gemeinden. Denen sollten eigentlich ab dem kommenden Jahr die Mittel aus der bisherigen Gewerbesteuerumlage zum Aufbau Ost wieder selbst zustehen. Stattdessen leitet die Landesregierung das kommunale Geld in den Landeshaushalt und stellt sich auf einer Pressekonferenz dann als große Wohltäter dar. Das ist Politik auf Kosten Dritter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Verehrte Frau Kollegin, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen, denn die ist schon überschritten. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Schwarz-Grün hatte angekündigt im COA-Vertrag, auf jeden Euro, der aus dem Bund kommt, einen Euro drauf. Tun Sie das endlich, tun Sie das aber mit originären Landesmitteln und bedienen Sie sich nicht an dem Geld anderer. Schwarz-Grün versucht, hier ein großes Kita-Fest zu feiern, aber die Rechnung soll von den anderen bezahlt werden. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Nächste Rednerin ist die Abg. Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Erst einmal ist es eine gute Nachricht, dass der Bund 5,5 Milliarden € den Ländern zur Verfügung stellt bis 2022, um den Bereich der frühkindlichen Bildung zu unterstützen. Die schwarz-grüne Landesregierung, Lisa hat es ja gerade noch einmal erzählt, hat versprochen, es zu verdoppeln. Hört sich gut an, aber wie gehört gerade, es gibt auch einiges an Kehrseiten. Die erste Kehrseite, und da muss ich mich natürlich auch noch einmal an die SPD wenden. Was ist denn? Das ist ein Gesetz. Das Gesetz ist erst einmal ein Anfang. Aber was ist denn nach den 3 Jahren? Frühkindliche Bildung ist eine Generationenaufgabe. Da hilft eine Finanzspritze über 3 Jahren erst einmal. Aber wie geht es dann weiter? Und es wäre dringend erforderlich, dass der Bund sich langfristig an der Finanzierung der frühkindlichen Bildung beteiligt, statt es jedem Bundesland anheimzustellen, was sie dann mit diesem Geld auch nach ihrem Gutdünken machen. Und auch diesen Bildungsteppich, Flickenteppich, den wir sowieso schon haben, noch weiter auszudehnen. Jetzt geht es um die Frage um die Landesregierung. Herr Klose hat ja erklärt, dass hier die Bundesmittel mit eigenem Geld aus dem Landeshaushalt verstärkt werden. Lisa hat das schon sehr deutlich gesagt, dass mit dem starke Heimat Hessen Gesetz wieder ein großer Coup gelandet worden ist. Also ich bewundere Sie wirklich für Ihre Namensgebung. Das muss ich echt sagen. Also da ist schon was dabei. Also wo, können Sie uns mal die Agentur sagen, wo sie Ihnen die Namen entwickelt? Weil, ne, also große Bescheißer, das Hessen, das würde vielleicht besser passen. Sie bescheißen die Kommunen auf ihre Art und Weise. Also da müssten Sie doch noch mal. Diese Euphemismen ist genau was, was zur Politikverdrossenheit beiträgt. Nein, ich lasse mich doch von denen nicht ablenken. Was Sie da tun, ist eine Gängelung der Kommunen, wenn Sie denen das Geld wieder wegnehmen, und Sie machen damit auch Wählertäuschung. Sie wollen die Grundpauschale um 92 Millionen € erhöhen. Es ist richtig, dass die Grundpauschalen zu niedrig sind. Die Kommunen beschweren sich zu Recht darüber, dass ihre Beitragsfreiheit auf deren Kosten geht und sie die Kosten nicht übernommen haben, nur zum Teil übernommen haben. Nun wollen sie die Differenz verkleinern. Das ist ja ganz okay, wenn sie nicht gerade die Mittel der Kommunen dafür wieder nehmen würden. 28 Millionen € wollen sie in verlängerte Öffnungszeiten geben. Das kann Alleinerziehenden und Familien in Schichtarbeit tatsächlich nützen.
Allerdings sollten Sie lieber die Unternehmen in Verantwortung ziehen, dass sie tatsächlich familienfreundliche Arbeitszeiten anbieten, statt eine Kinderbetreuungszeit dauernd weiter auszudehnen. Eine 24-Stunden-Kita mag zwar dem Arbeitgeberverband gut gefallen, aber Familien- und Kinderfreundlichkeit ist sie tatsächlich überhaupt nicht. Das sind 120 Millionen € für nächstes Jahr. Ist nicht viel, muss man schon sagen, völlig unzureichend. Deswegen haben Sie dann noch einmal im Jahr darauf 30 Millionen € mehr angekündigt. Damit wollen Sie Schwerpunktkitas unterstützen, die duale Ausbildung ausbauen, Anleitungen besser stellen und eine Image- und Werbekampagne finanzieren. Das ist ein großes Paket für so wenig Geld. Und ich frage mich natürlich, was fehlt da drin in dem Paket? Da fehlt natürlich alles, was die Kitas bisher gefordert haben. Sie haben gefordert, dass es Leitungsfreistellungen gibt, dass die mittelbare pädagogische Arbeit freigestellt wird. Wir hören nichts von Gruppengrößen klar verringern. Wir hören nichts von multiprofessionellen Teams, interkultureller und mittelbarer Arbeit. Die Ausfallzeiten werden nicht berücksichtigt. Aber da würde ich jetzt noch viel mehr Fragen dran stellen können, weil die Frage der Qualität der Kinder der frühkindlichen Bildung ist tatsächlich die zentrale. Weil wenn Sie es nicht schaffen, die Qualität zu erhöhen, werden Sie demnächst keine Erzieherinnen und Erzieher mehr haben. Ich hoffe sehr, dass mit diesem Gesetz, mit diesem Gute-Kita-Gesetz keine Eintagsfliege bleibt und tatsächlich zu einer Erhöhung der Mittel in der frühkindlichen Bildung führt. Und das denke ich, das muss auf Landes- wie auf Bundesebene passieren. Sie können nicht weiter die Kommunen mit dieser miesen Finanzierung im Regen stehen lassen. Und hier erwarte ich tatsächlich eine neue Politik von der Landesregierung. Danke schön. Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ravensburg für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 5,5 Milliarden € erhalten die Länder bis 2022 vom Bund für die Kinderbetreuung. Für Hessen fließen dann 412 Millionen € zusätzlich aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes. Das Bundesfamilienministerium, das ist eben schon einmal von Kollegin Gnadl erwähnt worden, hat den Ländern einen 10-Punkte-Katalog vorgeschlagen, zur Verfügung gestellt, aus dem die Länder selbst ihre Schwerpunkte und ihre Maßnahmen wählen können. Hessen hat hier eine sehr kommunalfreundliche Regelung getroffen. Nachdem wir nämlich die Eltern im Kindergartenalter bereits von den Kindergartengebühren freigestellt haben, wollen wir jetzt die Qualität der Kinderbetreuung weiter verbessern. Und wir werden die Kommunen entlasten. Zudem spielen bereits in 2020 120 Millionen € aus dem Starke Heimatgesetz zur Erhöhung der Grundpauschalen und für längere Öffnungszeiten zur Verfügung. Über die Verwendung der dann frei werdenden kommunalen Gelder, die hierfür ja bereits gebunden sind, können dann die Kommunen frei entscheiden. Und ich will auch noch einmal klar und deutlich sagen, Herr Rudolph, durch das Starke Heimatgesetz profitieren 80% der Kommunen von diesen Geldern, was nicht der Fall wäre ohne dieses Gesetz. Aber wir werden ganz sicher im Plenum zum Starke Heimatgesetz an anderer Stelle noch reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Diskussion um das Gute-Kita-Gesetz darf man aber nicht vergessen, Kollegin Böhm hat es erwähnt, dass Hessen von Anfang an dieses Gesetz mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge betrachtet hat. Denn der Bund hat leider erklärt, dass er die Mittel nur für 3 Jahre zur Verfügung stellt.
Das ist umso kritischer zu beurteilen, wenn man berücksichtigt, dass es hier nicht um investive Mittel handelt, sondern die Gelder fließen für jährlich zu finanzierende Maßnahmen in der Kinderbetreuung. Also, was passiert nach den drei Jahren ab 2023? Das ist eine Frage, die wir heute nicht außer Acht lassen dürfen. Die Kommunen und die Kindertagesstätten werden doch ganz sicher mit dem Geld dauerhaft rechnen, wenn es einmal fließt. Und sie werden diese Mittel auch nach drei Jahren weiter einfordern. Deshalb erwarten wir vom Bund, wenn das Bundesfamilienministerium mit dem Gute-Kita-Gesetz die Kinderbetreuungsqualität in ganz Deutschland dauerhaft erhöhen will, dann muss der Bund auch dauerhaft in die Finanzierung der Kindertagesstätten einsteigen. Und noch ein Wort an die Kolleginnen und Kollegen der SPD. Sie wollen ein wenig uns reizen, das habe ich verstanden. Doch das kann, liebe Kollegin Gnadl, heute nicht gelingen. Denn ganz im Gegenteil, wir fordern heute die SPD klar und unmissverständlich auf, auf ihre Bundesfamilienministerin Franziska Giffey einzuwirken, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Sie sollte nämlich die Laufzeit der Kita-Mittel im Sinne der Kindergartenkinder, der Eltern, die auf eine bessere Betreuung ihrer Kinder, auf eine hohe Qualität in den Kindertagesstätten und in der Kindertagesstätte vertrauen, sie sollte sie unterstützen, im Sinne der Kommunen dauerhaft finanzieren, um Kontinuität und Verlässlichkeit zu gewährleisten. Und deshalb will ich auch heute nicht über die Wege diskutieren oder spekulieren, die das Land vielleicht gehen müsste, wenn sich der Bund aus der Finanzierung steht. Aber eines ist auch ganz klar. Welche Erzieherin würde verstehen, wenn ab 2023 die Qualitätsverbesserungen nicht mehr finanziert werden und etwa gestrichen werden müssten? Wer erklärt dann den Eltern, dass die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die man erreicht hat, dann wieder aus dem Katalog gestrichen würde? Ich finde, hier sollten wir an einem Strang ziehen. Und deshalb wende ich mich, wenn sie jetzt hier gewesen wäre, und vielleicht richten Sie es aus, an die neue Fraktionsvorsitzende der SPD, der ich auch von dieser Stelle noch herzlich gratuliere. Ein ernstes Gespräch mit Ihrer Parteifreundin, der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, könnte vielleicht mehr bewirken als die Aktuelle Stunde hier im Landtag. Sie könnte ja ihr erstes Gespräch auf Bundesebene in ihrer neuen Funktion mit der Bundesfamilienministerin und dem Bundesfinanzminister Scholz führen, für eine dauerhafte Übernahme der Kindertagesstättenfinanzierung zu streiten. Das wäre ein gutes Signal an die Länder und ein guter Einstieg für ihr neues Amt. Danke. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Abg. Anders für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hessen investiert in Kinderbetreuung, und das verlässlich und flächendeckend. Und das auch nicht erst, seitdem Frau Giffey Familienministerin ist, denn während ja im Bund noch mit den Ländern verhandelt wird und das Geld ja auch erst dann fließt, wenn alle Verträge mit allen Ländern ausverhandelt sind, können wir so in Hessen aufzeigen, was wir bereits alles tun und wie wir Kommunen bei dieser wichtigen Aufgabe der Kinderbetreuung unterstützen. Wir haben versprochen, jeden Euro vom Bund zu verdoppeln, und das tun wir, sehr verehrte Damen und Herren. Also, dass die SPD jetzt etwas gegen Umverteilung hat, das ist auch etwas Neues. Das habe ich vorher auch noch nicht gehört. 120 Millionen € im nächsten Jahr und in den folgenden Jahren 150 Millionen € wird Hessen zusätzlich in unsere Kinder investieren. Und das ist ja auch nicht der Anfang, so wie das hier eben dargestellt wurde. Wir haben ja nicht darauf gewartet, dass diese 120 Millionen € kommen,
sondern in der letzten Legislatur wurden 400 Millionen € auf 800 Millionen € aufgestockt. Und diese zusätzlichen Mittel jetzt benutzen wir gerne, um die Qualität in hessischen Kitas zu verbessern. Das werden wir mit drei wichtigen Dingen tun, indem wir drei wichtige Pauschalen erhöhen. Zum einen werden wir die Grundpauschale fast verdoppeln. Das ist das, was die Kommunalen Spitzenverbände immer gefordert haben. Wir werden Kitas mit besonderen Herausforderungen und besonderen Schwerpunkten besser ausstatten. Und damit unterstützen wir Kitas sehr gezielt, um individuell fördern zu können und Teilhabe zu ermöglichen. Wir wollen keine Verteilung mit der Gießkanne, sondern wichtig ist, dass die deutliche Steigerung der Mittel in den Kitas auch passgenau ankommt. Und Sie haben es erwähnt, Frau Gnadl, Öffnungszeiten der Kitas müssen ausgeweitet werden. Dafür werden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Denn damit Familien berufstätig sein können, braucht es natürlich Kitas, die sich der Lebenswirklichkeit von Familien auch anpassen. Und all diese Maßnahmen werden nicht nur die Kitas betreffen, sondern selbstverständlich auch die Tagespflegeplätze und auch die U3-Betreuung. Mit diesen Geldern aus dem Starke Heimat Hessen-Gesetz entlasten wir also Kommunen, erhöhen die Qualität in Kitas, geben Anreize, um Öffnungszeiten zu erweitern und fördern ganz konkret die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es ist völlig egal, wo diese Kommune ist, wo diese Kita steht, ob in einer reichen Kommune, in einer nicht so reichen Kommune, ob im ländlichen Raum oder im Ballungsgebiet, egal wo, wir fördern Kinder in Kitas Land auf, Land ab. Und im Gegensatz zum Bund, das wurde ja schon mehrfach angesprochen, werden wir diese finanzielle Ausstattung dauerhaft garantieren. Denn, wie Sie selber schon alle bemerkt haben, wird ja das Geld vom Bund nur bis 2023 fließen. Das heißt, danach können Sie gerne weiter mit Frau Ministerin Giffey vielleicht selber in Gespräche treten und versuchen, dass diese Finanzierung auch wirklich dauerhaft und langfristige Perspektiven eröffnet. Die Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz wollen wir nutzen, um Fachkräfte auszubilden, um sie weiter zu qualifizieren und langfristig zu binden. Da gehört eine duale Ausbildung, die bezahlt wird, dazu, um die Attraktivität des Berufs zu steigern. Dazu gehören wichtige Fortbildungen dazu, um den gestiegenen Anforderungen auch in Kitas gerecht zu werden. Und da gehört es auch dazu, dass Leitungen freigestellt werden, um ihre Aufgabe als Leitung auch wirklich wahrnehmen zu können. Und, liebe SPD, das alles muss ja auch noch mit den Kommunalen Spitzenverbänden verhandelt werden. Und dann weiß ich nicht, warum Sie sich hier hinstellen und sagen, dass das ja alles viel zu langsam ist und die Landesregierung nichts tut, weil in diesen Kommunalen Spitzenverbänden sitzen ganz viele SPD-Bürgermeister. Dann tun Sie doch was, reden Sie doch mit denen. Verehrte Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Wir von der schwarz-grünen Koalition wollen gute Qualität in hessischen Kitas, gute Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen, langfristige verlässliche Finanzierung, und all das machen wir verlässlich und flächendeckend. Herzlichen Dank, Frau Anders. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion der Freien Demokraten, René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Was sind uns die Kinder in unserem Land wert? Wir Freie Demokraten haben das hier im Hessischen Landtag, aber auch in vielen anderen Stellen schon deutlich gemacht. Uns sind die Kinder in unserem Land alles wert. Wir haben das durch drei Gesetzentwürfe, die wir eingebracht haben, hier deutlich gemacht, mit einem Antrag, wo wir uns über den Fachkräftemangel austauschen wollen und einen Gipfel veranstalten wollen. Der ist hier abgelehnt worden. Die drei Gesetzentwürfe, die sich mit dem Thema Qualitätsverbesserung beschäftigt haben, mit der Frage, wie kann man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, wie kann man die Elternrechte stärken. All diese Themen haben wir hier im Hessischen Landtag als
ausformulierte Gesetzentwürfe eingebracht, und Sie von der schwarz-grünen Mehrheit haben alles abgelehnt. Alles abgelehnt. Dazu haben wir jetzt selbst, weil Sie waren ja nicht dazu in der Lage, selbst einen Fachkräftegipfel organisiert, um uns mit den Fachleuten, mit den Menschen, die dort arbeiten, den Erzieherinnen und Erziehern, auszutauschen, wie wir eine weitere Initiative hier voranbringen können, um mehr Fachkräfte zu gewinnen. Weil die Grundlage für mehr Qualität sind weitere Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen. Genau die fehlen uns. Und genau dort müsste längst der Schwerpunkt gesetzt sein. Schon in der letzten Legislaturperiode hätten Sie handeln können. Und bis jetzt haben Sie immer noch keine Initiative konkret hier vorgelegt, wie Sie denn überhaupt die Fachkräfte gewinnen wollen, um mehr Qualität in die Einrichtung zu bringen. Wo sind hier die Vorlagen? Untätigkeit im Ministerium, Vertrösten, Ankündigungen, Presseerklärungen, aber keine konkreten Vorschläge, über die wir hier uns auseinandersetzen können, um tatsächlich etwas für unsere Kinder in den Kindertagesstätten voranbringen zu können. Und das ist sehr schade. Was sind uns die Kinder in Hessen wert? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Und wenn ich diese Aktuelle Stunde sehe und überhaupt eine Reaktion der Landesregierung wahrnehmen kann, dann nur, weil die Bundesregierung durch ihr Programm sie zum Handeln gezwungen hat. Sie sind gezwungen worden. Die Bundesregierung hat sie gezwungen, überhaupt sich zu bewegen bei diesem Thema. Und dann, Frau Ravensburg, ist es eigentlich schon nicht mehr nachvollziehbar, wie Sie hier stehen können, mit dem Finger nach Berlin zeigen, aber hier die politische Verantwortung zu haben und nichts zu tun, gar nichts zu tun, nichts. Was sind uns die Kinder in unserem Land wert? Was ist der Hessischen Landesregierung? Was sind die Kinder der Hessischen Landesregierung wert? Was sind die Kinder in diesem Land dem Minister, dem zuständigen Minister wert? Ich möchte das einfach mal vielleicht in Geld ausdrücken. Wie viel Geld, wie viel Landesgeld ist der Hessischen Landesregierung, dem zuständigen Minister Kai Klose, wie viele landeseigene Euros sind die Kinder in unserem Land dieser Landesregierung wert, Herr Klose? Herr Klose, wie viel? Nicht einen zusätzlichen Euro Landesgeld sind die Kinder in unserem Land dieser Landesregierung wert. Nicht ein Euro. Nicht eine. Und sich dann hier hinzustellen, und ich bin ja mal auf die Rede von Herrn Klose gespannt. Bitte reden Sie ein bisschen länger, dass ich erwidern kann. Fragen darf ich ja an die grünen Minister nicht stellen. Die beantworten Sie ja einfach nicht. Dann behaupten Sie hier immer komische Sachen, und man kann nicht mehr darauf reagieren. Herr Klose, sagen Sie uns, wie viel originäres Landesgeld Sie zusätzlich für die Kinder investieren wollen. Was sind Ihnen, wie viel Landeseuros sind Ihnen die Kinder in unserem Land wert? Und ich habe Ihnen schon nicht getraut, als ich im Koalitionsvertrag gelesen habe, Sie würden das Geld des Bundes verdoppeln. Da dachte ich schon, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und dann diese unfassbare Dreistigkeit, den Kommunen, die diese Aufgabe zu 90 oder zu 85, zu 90% mit eigenem Geld schultern, vorbildlich schultern, die Einrichtungen, wo Erzieher und Erzieher mit dem Rücken zur Wand einen hervorragenden Job machen, diese dann ganz allein stehen zu lassen und mit dem Finger nach Berlin zu deuten, das ist einfach nur noch dreist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Nächster Redner ist der Abg. Richter für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde zum Gute-Kita-Gesetz bezieht sich darauf, dass die Mittel für die kommunalen Selbstverwaltungen auskömmlich sein müssen. Ausschlaggebend ist, dass die Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz durch die kommunalen Selbstverwaltungen nach eigenen Bedürfnissen eingesetzt werden und es durch das Land
keinerlei Vorschriften gibt, wie die Städte und Gemeinden die Gelder zu verwenden haben. Wenn zu jedem Euro, Herr Minister, der aus dem Gute-Kita-Gesetz an die Städte und Gemeinden fließt, ein weiterer Euro vom Land hinzugegeben wird, dann ist das eine tolle Ankündigung, und ich nehme Sie hier beim Wort. Bitte machen Sie das. Dies kann dann in der Tat dazu führen, dass die Betreuungsschlüssel verändert werden und die Betreuung von Kindern in hohem Maße qualitativ verbessert werden und das Personal somit besser ausgestattet ist. Die Kernfrage, die sich dennoch stellt, ist, werden die kommunalen Selbstverwaltungen ebenfalls entlastet und somit natürlich auch die Eltern, selbst wenn die Betreuungszeiten verlängert werden, das Personal qualitativ besser ausgebildet und entsprechend höher bezahlt wird. Für die Städte und Gemeinden ist die Situation der vergangenen Jahre bis heute problematisch, und wir alle wissen, in welchem Maße die Finanzierung der Kindertagesstätten die kommunalen Haushalte belastet und somit natürlich auch die Hebesätze steigen müssen, da die fließenden finanziellen Mittel nicht einmal zu 50% kostendeckend sind. Vielmehr tragen die Kommunen mehr als 3/4 der Kosten. Und das ist eine erhebliche Belastung für die finanziellen Spielräume einer jeden kommunalen Selbstverwaltung. Auch durch das starke Heimatgesetz wird das leider nicht besser, da auch hier das Land bestimmen möchte, für was die Städte und Gemeinden das Geld ausgeben. Ein für uns unglaublicher Eingriff in die Autonomie der kommunalen Selbstverwaltung. Wenn die geplanten Mittel für 2019 von rund 37 Millionen € und in 2020 von rund 79 Millionen € zu einem großen Teil für die Qualifizierung des Personals und damit den in diesen Bereichen vorherrschenden Fachkräftemangel eingesetzt werden, wird dieser Ansatz dann aber immer noch nicht ausreichen, um die Kommunen zu entlasten. Da die Städte und Gemeinden völlig unterschiedliche Voraussetzungen haben, teilweise Millionenbeiträge aufbringen müssen, um Kitas zu bauen und entsprechend mehr Gruppen unterzubringen, muss ihnen die Möglichkeit gegeben werden, die Mittel auch für solche Maßnahmen einzusetzen. Wenn Herr Sozialminister Klose sogar eine vollkommene Beitragsbefreiung nicht ausschließt und in der Tat die Kommunen hier kein Zuschussgeschäft mehr aufzuweisen haben, wäre dies ein sehr zu begrüßender Schritt, der die Möglichkeiten sowohl in den Kitas als auch in der Bewegungsfreiheit der Finanzen der kommunalen Selbstverwaltung vergrößern würde. Wir wären entzückt. Die Entlastung der Verwaltung, Stichwort Staffelbeiträge, schafft dann wieder mehr Freiräume für andere Bereiche. Das, meine Damen und Herren, unterstützen wir. Denn jeder Euro, den wir hier einsparen, wird so den Kindern zugutekommen, und das und auch gerade direkt in den Familien. Regelrecht tragisch wäre es, wenn es dazu nicht käme und am Ende des Tages die Gelder über den kommunalen Finanzausgleich den Städten und Gemeinden teilweise wieder vorenthalten werden, sodass auf dem Papier gut aussieht, was in der Realität zum Nachteil der kommunalen Selbstverwaltung umgesetzt wurde. Diese Lehre aus der Vergangenheit, Herr Minister, macht uns dann doch sehr misstrauisch. Daher werden wir als Opposition sehr genau hinschauen, wie sich die Regierung gerade bei diesem Vorhaben gegenüber den Städten und Gemeinden verhält. Der Direktor des Städte- und Gemeindebundes hat die richtigen Worte dazu gefunden. Die gute Kita-Betreuung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht allein Problem der Kommunen. So sehen auch wir als AfD die Situation und folgen dem Kerngedanken, dass jeweils 1/3 der Kosten von Bund, Land und Kommunen getragen werden sollte. Vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege. In der Tat, das war auf den Punkt 5 Minuten. Nächster Redner für die Landesregierung ist Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Ja, es ist unser Ziel, dass alle Kinder in Hessen durch hochwertige Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung optimale Startchancen haben und Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter erleichtert wird. Und weil das so ist, haben wir in der letzten Legislaturperiode bereits ganz wichtige Schritte zur Beitragsfreistellung begangen. Wir unterstützen die Kommunen schon jetzt massiv bei Ausbau und Betrieb der Kindertageseinrichtungen. Und wir haben gemeinsam mit den Kommunen und den freien Trägern bereits wichtige Erfolge beim Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in Hessen erreicht. Und genau da werden wir auch weitermachen. Und jetzt kümmern wir uns in dieser Legislatur ganz besonders um die Steigerung der Qualität und um den Ausbau der Plätze. Die Bundesmittel aus dem Gute-Kita-Gesetz, und das ist ja Gegenstand der Aktuellen Stunde, die die SPD beantragt hat, werden wir in Hessen in Qualität investieren und die Personalausstattung in den Kitas verbessern. Und ich sage Ihnen auch ganz ausdrücklich, ja, da geht es dann genau um Fragen von Leitungsfreistellungen und um die anderen genannten Aspekte. Mit den Träger- und Spitzenverbänden sind wir dazu übrigens längst im Gespräch. Und ich werde sehr bald den Vertrag zum Gute-Kita-Gesetz mit dem Bund abschließen, sodass bis 2022 insgesamt rund 412 Millionen € nach Hessen fließen. Und ich sage Ihnen, das ist toll. Das Problem ist aber, diese Mittel sind bis 2022 befristet. Und danach liegt bislang keine verbindliche Zusage des Bundes zur Weiterfinanzierung vor. Und das ist in der Tat für alle Länder, quer durch alle Farben, ein echtes Problem. Und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung, und das sind ja im Wesentlichen Fragen der Verbesserung der Personalausstattung, da bin ich ganz bei Ihnen, die müssen doch auf Dauer angelegt sein, gerade bei dieser Fachkräftesituation, in der wir uns befinden. Qualität erfordert eine dauerhafte, verlässliche Finanzierungsbeteiligung des Bundes. Und hier dürfen wir den Bund auch nicht aus der Verantwortung entlassen. Und deshalb, wir haben als Familienministerinnen und Familienminister der Länder das Frau Dr. Giffey auch noch einmal ausdrücklich gesagt, als wir zuletzt zusammenkamen. Und ich freue mich, wenn alle hier im Haus das auch so sehen, wenn Sie uns dann nachhaltig auch unterstützen bei Ihrer Bundesministerin. Wir haben uns in Hessen allerdings noch mehr vorgenommen. Wir verdoppeln die Mittel aus dem Gute-Kita-Gesetz, um die Kinderbetreuung noch weiter zu stärken und die Kommunen zu unterstützen. Mit Mitteln aus dem Programm des Landes Starke Heimat setzen wir genau das um. Damit setzen wir genau das um. Und das bedeutet für 2020 konkret 120 Millionen € für die Kinderbetreuung und ab 2021 150 Millionen € pro Jahr, die in Ausbau und Qualität der Kinderbetreuung fließen. Wir werden die Grundpauschalen um 92 Millionen € erhöhen. Das entspricht einer langjährigen Forderung der Kommunen. Wir führen eine neue Förderung für Kinder ein, die mehr als 45 Wochenstunden in Kitas oder in der Kindertagespflege betreut werden. Wir erhöhen die Schwerpunktpauschale für Kitas mit einem hohen Anteil von Kindern, in deren Familien vorwiegend nicht Deutsch gesprochen wird oder die aus einkommensschwächeren Familien kommen. Die Landesförderung. Herr Kollege, Herr Staatsminister, ich bitte doch um einen kurzen Moment. Also, Redezeit ist, Sie sind zwar noch voll in der Redezeit, aber das Wort Diebstahl ist ja nun kein sehr schönes Wort, lieber Kollege. Und deswegen wollen wir das doch auch parlamentarisch nicht in diesem Zusammenhang jedenfalls verwenden. Ich wäre dankbar dafür. Es ist ja ein sozusagen, es ist keine Rüge, aber eine fast provozierte Rüge. Deswegen habe ich es mal so ausgedrückt. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Sie haben weiter das Wort, Herr Staatsminister. Und die Landesförderung für die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung wird erhöht. Dazu kommt eine echte Fachkräfteoffensive, um die Kommunen und Träger bei der Fachkräftegewinnung zu unterstützen. Wir werden die Ausbildungsplätze auch noch einmal erhöhen. Da gehört dann auch die Unterstützung der Anleiterstunden beispielsweise dazu.
und auch eine Werbe- und Imagekampagne für den Erzieherberuf. Das brauchen wir ausdrücklich. Und zum Argument des Geldes will ich schon noch einmal sagen, Herr Weiß, ich freue mich über jeden Euro, der in die Förderung unserer Kinder investiert wird. Und ich würde mich sogar sehr freuen, wenn die Kommunen die frei werdenden Gelder, die sie durch die starke Heimat bekommen, alle in der Kinderbetreuung belassen. Sie könnten es auch anders entscheiden. Und deshalb lassen Sie uns doch Ende nächsten Jahres dann Bilanz ziehen. Ich bin überzeugt, dass all diese Maßnahmen, dass dieses Paket die Familien in Hessen und ganz besonders die Kinder zielgerichtet unterstützen. Das gute Kita-Gesetz und unser starke Heimatprogramm ergänzen sich da ganz hervorragend. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde gehalten.